Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ja, zu unserer Kolonie, die mal perfekt werden soll, wird, sollte. Keine Ahnung, was die richtige Bezeichnung dafür ist. Unseren Flaschenentleerer werden wir hier noch einen Moment stehen lassen müssen. Deswegen, ich stelle das vielleicht auch mal auf Autoabfüllung, dann geht es doch ein bisschen schneller. Weil es ist so sehr mühsam und ich will da jetzt nicht so viel Zeit nachher verlieren. So, wir können hier ein wenig weiter bauen. Muss allerdings durchaus noch ein wenig korrigieren. Nämlich, die Idee ist so schon mal nicht ganz perfekt, weil ich muss ja bedenken, dass Wasser eventuell nicht durch die Maschine durchgeht, sondern genau, machen wir das so und so. Hier ist ein Netherrohr dort nicht gebaut werden und dann kann genau das passieren. Es geht durch die Maschine durch, über die Brücke und dann weiter. Ich glaube, da muss es ein isolierter Ziegel sein, hier oben. Das dann so. Ja, dann müssen wir machen, wenn es gebaut ist. So daran. Und wenn es nicht durch die Maschine geht, dann läuft es so hier durch. Und hier vorne kommt eben der Sensor hin, der die Temperatur misst und dann den Wasserkühler ein- oder ausschaltet. Im Grunde einfach. So. So, und jetzt haben wir es verbunden. Perfekt. So, dann geht es hier weiter. An welcher Stelle bauen wir denn den Tank? Ich glaube, dass ein wunderbarer Platz dafür eigentlich hier wäre. Das mal so machen. So, und wir wollen mit diesem Wasser natürlich auch hier den Bereich ein wenig kühlen. Deswegen bauen wir mal bis hier isolierte Leitungen. Gehen dann hier mit einem Radiatorrohr durch. Hier dann mit einem isolierten Rohr zurück. Das bedeutet dann, dass auch dort ein Ziegel hin muss. Da rankommen. So 136 Kilo. Ja, ein bisschen mehr Wasser können wir da noch einpacken, aber grundsätzlich sind wir da schon sehr nah dran. Automatisierungskabel können wir auch schon bauen. Das Wasser haben wir direkt hier in der Nähe. Das ist ja ein Traum. Und wir das. Weil hier haben wir das Problem, wir können ja nicht. Ja doch, es müsste doch funktionieren. Das wir, ja, ja, klar. Logisch geht das. So. Ja, was ich vielleicht vorweg noch sagen sollte, ich nehme dieses Video direkt nach dem vorherigen Video auf, nach dem Sonntagsvideo. Also eure Tipps, Hinweise und so weiter, was ich hier mal wieder nicht bedacht habe, kann ich also noch nicht berücksichtigen. Das müssten wir dann morgen einbauen. Aber sehr erfreulich zu sehen, dass unsere Kalorien, die noch verfügbar sind, massiv steigen.
So, wir haben jetzt im ganzen gestrigen Video nicht einmal uns um andere Sachen gekümmert. Deswegen brauchen wir zum einen mal noch einen Pip-Screecher, den nehmen wir. Und wir haben hier reichlich Abgrund-Nymphen-Eier. Und das hier sind alles noch Azurkäfer, die eingeengt sind. Könnten wir doch hier jetzt mal rausnehmen und sie hier oben aussetzen. Dann ist nämlich das Problem gleich schon mal behoben, auch wenn es noch eine Minute oder zwei dauert, bis die dort schlüpfen. Sind vielleicht schon andere hier bei gewesen? Nee. Höllenleuchtkäfer, das sind wahrscheinlich die Abgrundnympheneier, ne? Gefüllte Beere, Fleisch. Das wird sicherlich Barbecue sein, was die dann wollen. Das packe ich jetzt mal da noch nicht rein, aber das Phosphor da schon mal rausbringen. Barbecue haben wir gar nichts momentan. Das streichen wir dann mal. Speiseplan. Fleisch ist sowieso nicht auf dem Speiseplan. Okay. So, genau, das zweite, wonach ich natürlich mal eben schauen wollte, wie funktioniert denn hier oben noch alles? Sieht das, das sieht tatsächlich noch brauchbar aus. Hier ist verschmutzter Sauerstoff aufgrund des verschmutzten Wassers drin. Ja, eigentlich. Oh, der wird aber warm, weil genau die Hitze hier raus sich hierhin überträgt. Wir machen mal testweise hier zwei Ziegelradiatorrohr rein. Nicht, dass uns hier alles um die Ohren fliegt. Ich hoffe, dass das mit unserer Kühlung dann trotzdem noch funktioniert. Ja, es war nicht schlau, das hier mit normalen Ziegeln zu machen. Naja. Langhaar-Slickster ist gefangen, aber kann nirgendwo ausgesetzt werden. Und noch mal schnell noch alle. So, da wurde jetzt gerade einer ausgesetzt, das heißt, der kann zerlegt werden. So, wie schaut es hier aus? Das System ist im Grunde fertig. Da müssen wir jetzt hier noch den Flaschenentleerer zerlegen. Flüssigkeitstemperatursensor. Da müsste eigentlich Eisen reichen. Ja.
So, jetzt muss ich noch mal eben mir verschmutztes Wasser anschauen. Minus 20 Grad. Och nee, och nö. Hier ist Mensch, was machst du denn da? Falsche Seite. So. Theoretisch können wir jetzt hier loslegen mit der Befüllung des Ganzen. Ich würde fast sagen, den Auftrag zum Zerlegen der Rohrbrücke können wir auch schon mal reinpacken. Schon wieder ein Problem. Gut, das werden wir gleich lösen. Erstmal müssen wir jetzt warten, dass die Rohrbrücke zerlegt wird und dann machen wir das am Schluss. Aber indem wir hier zwei Ziegel zerlegen, dann ein bisschen aus dem Rohr gleich freiklemmen. Was wir viel einfacher machen können, ist, dass wir von dem isolierten Rohr hier das mal kurz zerlegen. Ja, das müssen wir jetzt natürlich aufwischen. Am besten. Ne? Ach, da liegt auch was, verdammt. So, ist alles weg und wir haben Gott sei Dank unser Vakuum behalten. So, wenn wir das Ganze jetzt wieder aufbauen, dann müsste es eigentlich besser funktionieren, weil wir hier keinen weiteren Zulauf mehr haben. Das heißt, es dürfte diese Verstopfung, die wir gerade hatten, nicht mehr geben. So, jetzt geht's weiter. Läuft nämlich immer in die eine oder in die andere Richtung. Bestopfungen dürften nicht passieren. Momentan, klar, ist das Wasser noch zu warm, deswegen heizt es das eher, als dass es kühlt, aber das dürfte sich jetzt gleich schon ändern. Genau, jetzt kommt nämlich schon erste Mal Wasser mit Minusgraden. Alle Ziegel werden auch immer kühler. Das heißt, da können wir wieder dicht machen. So, und jetzt ist natürlich das interessante Effekt. Auch die Erde wird wunderbar runtergekühlt. Hier dürfte es jetzt gleich... Ja, das ist klar. Wir hatten jetzt natürlich gerade erst Wasser, das ein bisschen wärmer war. Das ändert sich jetzt wieder und wir kriegen hier auch die gesamte Temperatur runter. Ja,
Minus 17, also wenn ich das Ding auf minus 6 stehen habe, das ist natürlich schon grenzwertig, weil dann kommt es mit minus 20 raus und mit minus 21 gefriert das. Ich stelle das mal lieber auf minus 4. Reicht ja vollkommen. Dann ist es mindestens minus 4 Grad. Meistens sogar kühler. Alles ab. Ich bin begeistert. Bin ich nicht oft, aber bin ich jetzt gerade. Ja, super. Ich bin so blöd, ne? Ich freue mich, dass wir das Vakuum behalten haben und räumen dann das verschmutzte Wasser nicht weg. Ach ja, ach ja. Naja, hoffentlich müssen wir da nicht wieder rein. Aber erstmal sieht's dann nicht nach aus. So, die drei laufen schon wieder. Ja, das wollte ich wissen. Das wird immer kühler. Gleich laufen sie alle wieder. Ja. Ich sitze strahlend vorm Rechner. Sehr, sehr, sehr cool. Und momentan verbrauchen wir hier auch so gut wie kaum was an Strom noch, weil scheint relativ stabil die Temperatur zu halten, wenn das hin und wieder mal ein bisschen was braucht. Dann wird halt der Wasserkühler nochmal wieder angeschmissen und gut ist. Schön! Schön, schön, schön. Eine Sache, die ich mir noch vornehmen wollte, war das Aufräumen, was hier überall, das war mir auch gefallen, verschmutzte Erde aufräumen scheint ein Problem zu sein und die erzeugt dann überall verschmutzten Sauerstoff. Verschmutzte Erde soll doch, glaube ich, hier rein, oder? Ja, dann müssen wir das Ding einfach mal hochstellen, zumindest temporär, dass mal alles von der ganzen Suppe hierher gebracht wird. Oh. Ein verschmutztes Wasser. Hier nicht, ne? In 12 Zyklen wieder. Und Nummer 2. Habe ich, glaube ich, unten gar nicht mehr angeschlossen, aber der scheint auch gerade Pause zu haben. Stimmt, der geht aktuell. Gar nicht weiter nach oben. Ich aber mal eben. Überlegen. Hier scheint irgendwas schief zu laufen. Nirgendwo bewegt sich Wasser. Das ist alles ein geschlossener Kreis. Ja, aber von hier permanent noch befüllt wurde. Ich vermute, dass genau das Problem hier war. Und versuchen das Ganze wieder ans Laufen zu bringen. Wir einfach mal an einer Stelle einen ganzen Schwung Klempnern.
Ja, wir kommen gleich dahin zurück. So, was macht denn hier unsere Temperatur? Achso. Ja, wenn das Ganze natürlich da nicht durchläuft. Aber das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt, hier muss nichts noch wärmer werden. Wir haben hier unsere Temperatur. Ja. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. So, wir haben die Schütte und ich wollte ja überlegen, ob wir das Ganze nicht hier oben auch machen können. Aber eigentlich wollte ich das da machen, aber es wäre eigentlich viel schlauer, das hier zu machen. Dann haben wir nämlich hier den Schutz. Unten das Ganze hier runterfallen lassen. Keine Ahnung, was da passiert war. So, wenn wir die jetzt dort hinsetzen, müsste man das Material nur hier jeweils herbringen. Das wäre ja sehr, sehr viel effizienter. Geschichte hier mit dem Sauerstoff da zeitweise rauslassen, das ist ja auch eigentlich längst Geschichte, oder? So, und tragen wir die Einstellungen hierher. Das ohne das Ding. Ja, zu spät. Kommt weg und dann könnten oder müssten wir doch eigentlich, wenn wir hier oben, fangen wir mal mit dem Bereich hier an, das alles einstellen. Das Ding steht auch nur beim Aufräumen, richtig? Richtig. Da könnten wir ja hier noch so Kupfererz. Wir machen das erstmal nur mit dem Regolith. So, Wassertemperatur hier, die ist natürlich auch etwas, das wir auf Dauer mal in Beobachtung halten müssten. Das haben wir hier irgendwann ganz viel Sauerstoff und Sand. Ja, zur Not wird der Tank neu befüllt. So, haben wir jetzt hier. Ja, wir haben hier Wasser rausgeklempnet. Und aber. Ach so, das war. Ja, das hat jetzt gar nicht so wirklich viel gebracht. Wir hätten es vielleicht eher an dieser Stelle hier machen sollen. Mitten im System. Langsam wieder Bewegung in die Geschichte. Das einzige, wo Wasser nachlaufen könnte, wäre dann hier.
Problem, das wir hier gehabt haben, war wahrscheinlich die Stelle, wo wir das Wasser hinzu haben laufen lassen, nämlich hier nach diesem System. Wir hätten das kühle Wasser meinetwegen hier irgendwo. Das war der Gedankenfehler an der Sache. Momentan einfach zu viel Wasser im Kreislauf. Den Tank da wieder neu hingebaut. Klempnern. So, und dann müsste ich im Grunde hierher gehen und dort nochmal das isolierte Rohr zerlegen. So, und dann machen wir das nämlich so. Jetzt ist die Frage, ob wir dann nicht dasselbe Problem später nochmal wieder bekommen. Ja, wahrscheinlich schon. Kriegen wir das denn hin? Im Grunde ja so, dass wir nach diesem Tank einen Überlaufschutz bauen würden. Nämlich es läuft eigentlich in die Richtung. Wenn das nicht funktioniert, lassen wir es in Richtung Ausgang laufen. Da läuft es natürlich auch hin, wenn es zu warm ist. Das ist alles nicht perfekt. Alles nicht perfekt. Weil wir eben immer die Unbekannte haben, muss es hier durch einen Raum durch oder muss es das nicht? Gut ist auf jeden Fall erstmal, dass dieses Wasser hier nämlich, das Verschmutzte, das hier gerade kommt, mit 46 Grad, wenn das gleich hier aus dem Tank mal rausläuft. Oh, wieder dieses blöde Autosave, dass es dann hoffentlich verschwindet. Wo habe ich hier die Grenze gestellt? Bei 38 Grad? Scheint mir auch ein bisschen es passt. Okay. Ja, so funktioniert das erstmal. Ich bin damit nicht zufrieden, sage ich ganz ehrlich, aber ich habe gerade keine bessere Idee. (lacht) 93%, okay. Das werden wir dann also im nächsten Video sehen. Die hier wachsen
wunderbar weiter. Ja, sehr cool. Ich glaube, dann haben wir es. Das ist erledigt. Unsere Nymphen sind wir auch sehr, sehr bald am Ende der Evolutionsstufe. Und dann, dass die sich alle hier oben in der Ecke rumtreiben, oder? Schon viel weggeräumt. Dafür gibt es natürlich gleich Nachschub, aber ja, eine letzte Sache noch. Also, ja, haben wir hier Goldamalgam und bei Erz auch einstellen, dann kann das nämlich auch hier runtergeworfen werden. Okay, dann sind wir für heute wieder durch. Ja, wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr ein wenig unterhalten wurde, dass man vielleicht auch das eine oder andere lernen konnte, wie man es macht oder eben auch, wie man es nicht macht. Und ja, da würde mich freuen, wenn es ein bisschen Feedback von euch gibt. Macht's gut, bis bald, euer Krillo.